Warum spielt ein Fernsehstar wie Sie immer noch im Downstairs? Weil es eine wunderbare Spielstätte ist, wo man ganz nah bei den Leuten ist. Es ist mit so das Schönste, wo ein Kleinkünstler spielen kann. So hieß das ja früher mal, heute sagt man ja überall Comedian. Ich habe die Verbindung ja schon über 20 Jahre mit Udo Püschel, der das organisiert, immer noch toll organisiert. Ich weiß noch, dass ich mal mit meinem Campingbus hier gestanden habe auf dem Parkplatz. Udo hat mich gefragt, Hotel? Ich sage, nein. Das fand ich dann ganz toll. Da habe ich hier im Campingbus übernachtet. Habe ich gespielt. Vor 20 Jahren war das. Und der Campingbus, ja, den hat Gott mir irgendwann genommen, weil der einzige Baum in der Straße, in der ich damals wohnte, der ist genau auf den Wagen drauf und das war's dann. Dann habe ich wieder ein Hotel genommen. Gab es Heinz Spack schon zu dieser Zeit? Ein Spack noch nicht, aber Willy Drickes, mein Hausmeister, der war damals hier. Willy Drickes hat auch Akkordeon gespielt, hat so ein Hütchen angehabt, der Hausmeister, ja, lange vor Tom Gerhardt, muss man mal sagen, der Willy Drickes, der war damals dabei, vor 20 Jahren, da war der Willy da und Heinz Spack, der kam ein bisschen später mit, der fing später an zu nerven. Warum kommen Sie immer wieder nach Langenhagen, um im Downstairs aufzutreten? Ich würde es mal so sagen, wenn man nur auf Geld fixiert ist, dann überlegt man sich das womöglich. Und wenn man sagt, ich spiele im Grunde nur für Geld und Geld ist eigentlich das Wichtigste überhaupt und wenn ich auf die Bühne gehe, dann nur für Geld und Geld und Geld und Geld und Geld, dann kann man in größeren Hallen natürlich mehr Geld verdienen. Das ist auf jeden Fall so. Dann habe ich in meinem Leben doch ja ein anderes Glück gehabt und das Geld ist jetzt nicht mehr so wichtig. Es ist okay, es reicht. Am schönsten, denke ich, spielt man in diesen Kleinkunsttheatern. Da kommt es her, da ist es entstanden und die Hallenkultur, in Anführungszeichen, das ist eine andere Geschichte. Wenn du in einer 500, schon ab 500, wird es, glaube ich, problematisch. Wenn du ganz hinten hockst und zahlst das gleiche wie die da vorne, du siehst lange nicht mehr so viel, du hörst auch lange nicht mehr so gut, muss ich mich fragen, wie man sich dabei fühlt. Das Beste ist, ich habe am liebsten wirklich Theater bis 300, weil da kannst du unter Umständen sogar noch ohne Mikrofon arbeiten. Ich habe voriges Jahr meine Premiere gemacht auf der Theaterbühne in Düsseldorf. Da war ohne Mikrofon angesagt. Da gehen 350 Leute rein und das ist toll, die Akustik. Und da spielst du aus voller Brust, aus Bauch und Seele spielst du hautnah für die Leute. Und das ist eigentlich dasjenige welche. Und das hast du hier im Downstairs auch. Du bist hier so nah dran, dass die sitzen ja schon fast auf dem Schoß hier im Downstairs. Und das ist eine Kultur, ich hoffe, dass dieses Theater noch lange erhalten bleibt. Und Mimuse, denke ich, das hat ja nur eine Kultur mittlerweile, ein Standing in Deutschland, was seinesgleichen sucht. Also das ist einiges, was hier durch Udo Püschel und seine Mitarbeiter entstanden ist. Hut ab und möge es noch. Gut, in 100 Jahren wird der Udo es nicht mehr machen, das schätze ich mal so. Aber ich hoffe, dass diese Bühnen auf jeden Fall bestehen bleiben, weil das ist, da kommst du ans Spielen, da hörst du die Leute atmen. Das andere ist ein anderes Kapitel. Also ich würde mir wünschen, die Stones lieber in Clubs zu sehen. Das kriegen nur ganz bestimmte, auserwählte Leute. Diese Stadionnummer für viel Geld, vielen Dank, Mick Jagger, da hole ich mir lieber eine CD.